Wir waren zur Kalenderproduktion in Österreich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war total aufgeregt, aber trotzdem war es ein wunderbares Erlebnis. Das erste Shooting war in Podersdorf am Leuchtturm. Dort hatten wir dann Audi R8. Mega cooles Teil in grün und ich denke, auf dem Bild kommt das auch nochmal schön zur Geltung. Man hat gemerkt, dass sie das nicht zum ersten Mal macht und dass sie sehr viel Freude und Spaß auch an dem Ding hat. Das wird man auf den Bildern auch sehen. Auf Oldtimer stehe ich ja eh total, deswegen hat mir der Mustang richtig gut gefallen. Ich hatte so einen Baseballschläger in der Hand, da war ich richtig cool. Ein Motiv war ein VW Arteon in Gelb. So eine VW-Limousine, die aber durch die Aufmachung und die Farbe wahnsinnig gut ins Motiv gepasst hat. Und ich hatte das passende Outfit dazu an und fand es einfach nur cool. Da hatten wir auch wieder zwei super Locations. Da standen wir vor einer Graffiti-Wand mit einem RBB Porsche. Und da hatte ich so Rauch in der Hand. Das ist so schön geflogen. Das sieht auf dem Bild richtig cool aus. Und dann mussten wir uns eigentlich nur einmal umdrehen und dann hatten wir so einen fetten Jeep dort stehen und haben dort halt auch noch ein Fotoshooting gehabt. Und das war, glaube ich, mein Lieblingsauto. Am Strandbad hatte ich ja vor dem Mercedes nur so ein Bikini an und stand unter einer Dusche. Und natürlich hatte ich super viele Leute, die mir dabei zugeguckt haben. Da muss man erstmal cool bleiben, aber das habe ich, glaube ich, ganz gut gemeistert. Auch ein Lieblingsmotiv dort vor dem Wilden Kaiser. Haben ein paar ganz, ganz tolle Autos und tolle Motive auch gehabt. Wir hatten eine Traumkulisse und ja, perfektes Auto. Zwischendurch, gerade in Tirol, war es auch mal schön, die Aussicht zu genießen. In der Weinbar hatten wir erstmal ein bisschen Probleme. Das Problem war, dass das Auto nicht auf der Straße stehen durfte und deswegen haben wir dann kurzerhand beschlossen, das Auto einfach ins Lokal zu fahren. Wir sind ein tolles Team, deswegen haben wir alle Herausforderungen, denen wir da begegnet sind, wieder meistern können. Der Andreas hat das richtig gut gemacht mit den Bildern. Der hat mich auch immer motiviert. Und ja, die Zusammenarbeit war einfach perfekt. Und dann waren wir da unterm Lentos, was auch unter diesem Kunstmuseum, was auch, glaube ich, eine tolle Location sein wird, wenn sie nachts beleuchtet ist. BMW, der Rote, stand davor und ich hatte ein rotes Kleid an. Erstens war das mein Lieblingsoutfit und zweitens war, glaube ich, auch das Bild das Coolste, was wir gemacht haben. Ich freue mich auf den Kalender und ich hoffe ihr auch. Wir hatten coole Motive, mega Locations und krasse Autos. Ab Oktober gibt es den Kalender zu kaufen auf www.tuningworld.de.